Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge sind wir gnadenlos gestorben. Und in dieser Folge machen wir uns auf die Reise durch das Portal. Und schauen, was hinter dem Portal liegt und ob wir dort eine Zukunft hätten. Ich weiß nicht mehr, was denn das ist. Ich sehe bloß da unser Netherrack, den wir hochgebaut haben. Hups. Ob man mit Netherrack noch was anfangen könnte, vielleicht in Zukunft? Ich weiß es ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe schon in der letzten Folge erwähnt, ich bin aktuell an einem eigenen Servernetzwerk am Bauen, beziehungsweise ein bisschen rumprobieren, schauen, ob es realisierbar ist, mit eigenem Server und hin und her. Aber ich würde es nicht sagen, 3, 2, 1, los geht's. Wollte gerade sagen, es hat nicht funktioniert. Okay, da oben ist noch eine Tür. Dafür brauchen wir aber Blöcke. Darf ich wieder heim? Ist es weg? Ups, das wusste ich jetzt nicht. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Ich wusste es doch auch nicht, Herrgott, du Bild. Ich schaue später nochmal vorbei. Ich nehme eventuell mal deinen Zuckerrohr mit, ne? Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Ich brauche das Zeug, ne? Ich bring's dir wieder, vielleicht, eventuell, mal irgendwann. Ich brauche vielleicht in der Zukunft auch mal ein bisschen besseres Equipment. Bedeutet, ich sollte mal vielleicht Richtung Verzauberung und verzauberten Büchern auch da mal schauen. Aber da haben wir noch ein bisschen Laufzeit. Ich sollte mich vielleicht erstmal darum kümmern, dass ich eine strukturelle Nahrungsergänzung habe. So. Ah, nee, nicht schon wieder. So. Diese Blumen, ne? Ganz schlimmes Zeug. Machen wir hier mal den Strand voll damit. So, dann haben wir hier eine schöne Strandpromenade. So, Jetzt haben wir die Kühe ja abgeschlachtet, ne? Das bringt sie jetzt auch wenig, wenn ich darüber überlege, was ich damit machen könnte. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen noch Erde abkratzen. Einfach, dass das hier irgendwie ein bisschen anders ausschaut. Damit kann man hier nur Samen kaufen, irgendwelche komischen Samen. Ist zwar eigentlich nicht doof, aber ich muss mal nochmal hier reingucken. Ich habe hier einen Salat drin. Ich will keinen Salat, ich will gucken, was ich machen kann gerade. Ob ich irgendeine Idee gerade in meinem Kopf habe. Enderperlen würde ich gerne machen. Kann man künstlich Enderperlen oder Enderaugen herstellen? Nobulous Heart. Endereimer. Enderfragmenten gießen kann man es auch. Aus Gastränen kann ich das herstellen mit einem Alchemie. Was? Enderbioterz. Mhm. Eine Enderlilie. Und fluxierendes Pioff. Kann ich sowas herstellen? Enderpearl Powder. Alter, es gibt's denn alles für Schmarrn? Wie kriege ich dich her? Nur mit dem Originalrezept. Okay. Gut zu wissen. Und kann man dich anders herstellen? Einfach weil es mich gerade voll interessiert. Sloan-Laternen. Also jetzt übertreibt mal langsam hier, ne? Bedeutet, ich bräuchte eine Enderlilie. Besitze ich sowas überhaupt? Ich habe gleich so mal was. Ich habe eine Enderlilie.
Jetzt müsste ich nur noch den Pythium-Staub herstellen können, ne? Oder wie ist das Zeug? Warte mal hier. Habe ich das nicht schon mal hergestellt? Energiefundierer. Ne, davon habe ich noch nie was hergestellt, glaube ich. Okay, dann können wir den Plan fürs erste Mal liegen lassen, links. Wie viel Erde habe ich eigentlich? Also im Gegensatz zum Cobblestone. No, muss man sagen, habe ich ordentlich gespart. Ich habe echt gedacht, dass wir diese Folge mit was anderem füllen, aber ja, ist jetzt nicht so elegant gelaufen. Aufgegebenes Pfeilgleis. Achso, weil ich hier Ende eingegeben habe. Ups. Ich will gerade, was wir noch so Schönes bauen können gerade. Wir können es natürlich mal an ein Haus machen, aber wir wollten ja eigentlich umziehen. Ich habe noch nicht genügend Sachen, um umzuziehen. Jeter Ranch. Was ist das Ender-IO? Ist das jetzt hier? Enchant Wireless Charging Antenna. Lava Heat Exchanger. Ein Magical Boomerang. Okay, das ist jetzt alles für den Weltraum. Der wäre natürlich auch in der Zukunft sehr, sehr interessant. Furniture Motor. Ah je, oh Gott, das wird ja wieder komplizierter hier. Reisegepäck, automatischer Zaubertisch, automatischer Amboss, Dorftextmarker, IP-Abfüllgerät, Ventilator. Was? Was sind denn das? Neutralen Magazine. Was für Magazine? Grip Handgun. Oh. For great justice, right click, click fires, hold to reload. Wie viel Schaden machen die? Machen die überhaupt Schaden? Also ich sage es mal so, dafür, dass ich damit Sachen verschießen kann. Blinds Target Irrigates. Large Area Damage. Effects versus Undeads. That's only Fire Damage. Price Enemy Seek Targets. Small Area Damage. Dafür brauche ich Slime, Gold und. Und dann brauche ich die Teile hier noch. Die werden jetzt nicht mehr ein Problem. Slime Pearl. Slime is one of the drops used for crafting. Drops from Slime. Sehr hilfreich. Oh Gott. Okay, ich sehe schon, dann müssen wir einiges noch mehr machen. Kann man denn fliegen? Fly. Ich würde hier mal Fly gerne eingeben. Fly. Na, okay, das war vielleicht falsch geschrieben. Fly. Fly, push and pull mobs or shoot lightning while raining. Jet Propulsion. Wir haben Jetpacks, ne? Jet. Ja, haben wir. Oh, yeah. Warte mal. Jetpack. Fuel can empty in electronic circuit. Ah ja, da kommt es wieder mit dem Stahlbarren auf, dass ich wieder keinen Plan habe, wie der ging. Wir können das Stahltools. Stahlmischung. Wie wird eine Stahlmischung hergestellt? Also komm, ihr habt keine Idee, wenn man nicht. Mein Handy bimmelt auch wieder, als ob es gerade den Weltuntergang ergeben hätte. Okay, das sind also die. Das ist Kreativ-Jackpot. Das werde ich kaum kriegen. Ach du heiliger Shit. Das ist. Okay, das ist das mit Redstone. Habe ich. Oh. Wir haben immer noch unser Redstone-Problem, ne? Scheiße. Was bedeutet,
Was kann ich mit dem Zeug anfangen? Kann ich mit euch was anfangen? Mystisches helles Grünblatt. Wir könnten hier mal versuchen, uns mit Botanien ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe das noch nie benutzt. Und immer, ich kann uns diese blöde Boom immer wieder. Ah ja, ich hab's vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Haben uns diese blöden Blumen ja auch zu fliegen gebracht. Und diese Wasserfalle verstehe ich immer noch nicht so. Von welchem Mod ist denn die Palms Harvest Craft? Palms Harvest Craft. So, schauen wir mal. Ich habe hier diese blöde Fischfalle gebaut. Oder diese Wasserfalle. Wenn ich jetzt irgendwo finden würde, wo die ist. Sag mal, die war hier irgendwo, glaube ich. Bodenfalle. Wasserfalle. Wasserfilter. Aber muss ich da sozusagen irgendeinen. Ich hatte doch irgendeinen Grund, warum ich Ding machen wollte. Bienenstock, Bienenhaus. Dafür brauche ich die drei Leder. Und wie kriege ich Leder her? Oh Gott. Moment! Das geht? Ich hoffe, ich habe nicht das ganze Zeug weggeschmissen. Hört gerade auf, ich habe schon Fleisch. Hab ich noch welches? Bitte sagt, dass ich noch welches habe. Das wäre genial. Einmal probieren. Ofen. Als ob das funktioniert und ich habe es die ganze Zeit nicht gecheckt. Ja, okay. Man hätte es wissen können. Ich tue mal das hier schnell ran. Ah, nee. Oh. So. Ah, prop, zack. Aber wenn das noch geht, dann würde ich nicht schnell gerne versuchen, die Bienen wenigstens einzusetzen. Wer macht hier mehr Schaden? 9. Dann wechseln wir doch mal schnell die beiden Sachen aus. Ich hoffe, da unten in der untersten Schublade entstehen Zombies. Das wäre jetzt nicht gerade genial. Nee, es spawnt eindeutig ein Skelett. Huch. Okay, müssen wir also bis auf die nächste Nacht warten. Aber gut zu wissen, dass das so rein theoretisch auch funktioniert. Jetzt würde ich nur gerne wissen, wie funktioniert Botania? Botania. Lexica Botania. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und irgendeinem Zeppling. Okay, das kriege ich hin. Buch. Für Buch brauche ich Zuckerrohr, ne? Und daraus muss ich dann Papier machen. Ich sehe, wo es drauf hinauslaufen könnte, dass mir Zuckerrohr fehlt. Dafür noch. Das, okay, hier ist Gold. Er ist gut zu wissen. Hier auch ein Bienenhaus. Oh. Interessant. Ich würde nämlich, wenn ich das Haus umbaue, das in so einer Special-Effekt-Situation machen. Schau mal, Fire Sampling habe ich nicht welche auf Lager. Ja, nur 200 Stück. Ich brauche aber ein Buch. Und fürs Buch brauche ich wieder mein gutes alte Leder. Ich habe drei Leder? Okay, warte mal kurz. Bienenhaus. Dann machen wir erst ein Bienenhaus. Bienen. Haus. Das hat ja Stöcke gebraucht und dann noch Holz. Okay. Stöcke habe ich. Und Holz sollte ich eigentlich auch haben. Irgendwo.
Wo habe ich Holz? Also kannst du mir jetzt kaum erzählen, dass ich kein Holz mehr habe. Habe ich kein Holz mehr? Alter, ihr wollt mich komplett veräppeln, oder? Ja, dann tun wir halt hier schon mal ein paar Bäume fällen. Ist doch halt auch schon wurscht. So. Und der auch noch. Ich habe echt kein Holz mehr. Ich bin gerade echt erstaunt über mich selber. Dann setzen wir hier einen hin. Hier einen hin. Hier einen hin. Hier einen hin. Und noch hier einen. So. Zurück ins Haus, weil ein Bienenhaus, das wäre doch fein. Hier muss ich hin. Das ist die drei Leder in die Mitte. Außenrum die Sticks. Zack. Und dann brauchen wir hier nochmal die Hälfte Holz draus. So. Hier seitlich das. Und dann so. Da haben wir ein Bienenhaus. Ich stelle mal das Bienenhaus hier hin. Und das braucht jetzt eine Königin, ne? Was habe ich mit der Königin gemacht eigentlich? Bienenkönigin. So. Braucht die noch was? Ich sollte mal vielleicht... Habe ich noch Knochen? Sicher. Ich habe doch erst irgendwo einen Knochen gesammelt. Das Knochen mache ich mal Knochen wieder und tue außenrum ein bisschen was so pflanzen. Also hier so. Weil Bienen brauchen ja normalerweise Blumen. Hm. Denke ich, also das hätte ich in der Bienenkunde gelernt, so. Da kriege ich drei Blätter draus und, machen wir den Botania. Et Botania. Brauche ein Buch für. Dafür brauche ich Leder oder diese leeren Schablonen. Habe ich dafür noch nicht fähig? Ach, hier haben noch zwei leere Schablonen rumliegen. Und was war das andere Stück, wie ich ein Buch gemacht habe? Schön, dass man Bücher auch so machen kann. Faden. Ach, da habe ich bestimmt auch noch irgendwann rumliegen. Ja, hier, guck. Bedeutet, wir machen jetzt schnell das Buch. Nach guter alter Art. Tanja Lexika. Ich will aber das andere Lexika haben. Ja, dann kriege ich halt, das ist ja dasselbe, oder? Oha. Welcome to Bukania and gets you here on the fine shoes and strapping saplings and book together or just blah 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 blah. Welcome to Bukania. You can navigate this book using the arrows at the bottom of this page or mouse wheel. Mhm. Ja, ja, ja. Carry on by pressing the back button on the bottom right mouse. In-game. Basis, Manipulation, Verschiedenes, Basis. You started the tutorial, follow the red arrow. Mystische Blumen. Flowers as far as the eye can see, ja. Naja, das habe ich auch schon herausgefunden. Pestle and Mortar. Blumenpulver, okay. Knochenmehl und Blumenpulver macht Blumendünger. Ach Gottes Willen, okay. In order to, for the botanist to create plant life, you can do their bidding, you would... Okay. Das geht einfach. Cobblestone, Cobble, ja, okay.
Deutet, ich brauche mehr Blumen. Also mein Handy geht gerade ab, als ob das Schweizer Taschenmesser es wäre. Bist du Botan? Nee, bist du nicht. Du bist aber was hier. Nee, Dungeon Tactics. Dungeon Tactics? Hä? Brauche Botania. Ach, schon wieder. Was? Hä? Botania? Botania. Perfekt. Warum Service Kraft gerade uninteressant? So. Mein Handy geht echt gerade ab wie Schmitz Katze. Oh. Oh shit. Schon an dem vorbei. Das war knapp. Und das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.